Liebe Studierende, bei einem Konzepttest zu einem Stoßproblem gab es einige Fragen und die versuche ich jetzt durch eine konkrete Rechnung zu beantworten. Wir hatten den Fall einer kleinen Kugel, die gegen eine große Kugel stößt. Zeichnen wir jetzt ein. Wir hatten also eine große Kugel mit Masse groß M und eine kleine Kugel mit Masse klein m. Jetzt zeichnen wir die x-Achse in diese Richtung. Und wir bezeichnen das ganze Bezugssystem einfach mit System S. Und die Situation vorher ist, dass die kleine Masse m mit der Geschwindigkeit klein v in Richtung der großen Masse fliegt. Dann erfolgt ein Stoß. Und die Situation nach dem Stoß wird vermutlich folgendes sein. Im Konzepttest war geschrieben, dass nach dem Stoß die kleine Masse, das war einfach eine Beobachtung, mit der gleichen Geschwindigkeit klein v nach rechts fliegt. Und dann nehmen wir jetzt einfach an, die große Kugel groß M, die hat jetzt auch Impuls aufgenommen und fliegt mit einer Geschwindigkeit v groß m, das zeigt an, dass die Geschwindigkeit der großen Masse Strich, also für die Geschwindigkeit nach dem Stoß, nach links. Und jetzt berechnen wir das Problem einfach unter Verwendung der Impulserhaltung. Dazu nehmen wir an, dass vorher der totale Impuls p tot. Und wir machen die ganze Rechnung jetzt nur in einer Dimension, deswegen wir müssen nicht mit Vektoren rechnen, sondern können das alles in einer Dimension machen. Der Totalimpuls vorher ist der Impuls der großen Masse, das ist die große Masse mal die Geschwindigkeit, aber das ist 0, weil sie in Ruhe ist, plus der Impuls der kleinen Masse. Das ist also m mal minus v, weil sie sich ja entgegen der x-Richtung bewegt. Nach dem Stoß ist die Situation folgende. Der Totalimpuls Strich, also nach dem Stoß, ist gegeben aus dem Impuls der großen Masse. Jetzt schreiben wir also m mal minus vm Strich. Und das Minus schreiben wir hin, weil wir jetzt mal annehmen, dass sich die Masse in diese Richtung, also in die negative x-Richtung, bewegt. Plus der Impuls der kleinen Masse, das ist klein m, und in diesem Fall v, weil sie sich in die positive x-Richtung bewegt. Im Allgemeinen müsste man hinschreiben v-Strich, es ist irgendeine Geschwindigkeit, aber das Problem ja gerade so gestellt, dass die Beobachtung zeigte, die Masse klein m fliegt genau mit derselben Geschwindigkeit zurück. Jetzt sehen wir zuerst Folgendes, wir können uns überlegen, was ist die totale Impulsänderung der kleinen Masse? Delta Pm klein m, das soll andeuten, die totale Impulsänderung der kleinen Masse. Das ist einfach der Impuls der kleinen Masse vorher minus dem Impuls der kleinen Masse nachher. Das ist also m mal minus v, das ist der Impuls vorher minus der Impuls nachher. Das ist minus m mal v und das ist minus 2mv. Das ist also die totale Impulsänderung der kleinen Masse. Und aus der Impulserhaltung wissen wir, dass die Impulsänderung der großen Masse, Delta P groß m, ist minus Delta P klein m aus der Impulserhaltung. Daraus folgt also, dass sich auch der Impuls der großen Masse ändern muss. Und zwar um den Betrag 2mv. Andererseits können wir nun die Impulserhaltung auch verwenden, um zu berechnen, was eigentlich die Geschwindigkeit vm' der großen Masse ist. Also auch aus Impulserhaltung folgt, dass p dort gleich p dot Strich ist.
Jetzt machen wir hier oben weiter. Das bedeutet, dass ich hinschreiben kann, m mal minus v, das ist der Totalimpuls vorher, ist gleich groß M mal minus vm' plus m mal v. Und daraus folgt, jetzt können wir das umformen, diesen Term kann ich hierher geben, daraus folgt m mal vm' ist gleich 2mv. Und daraus kann ich jetzt berechnen, was eigentlich die Geschwindigkeit der großen Masse ist. Daraus folgt vm', das ist also die Geschwindigkeit dieser großen Masse nach dem Stoß, ist also gegeben aus 2 mal klein m durch groß m mal v. Und jetzt können wir Folgendes beobachten. Falls die kleine Masse in der Tat viel, viel kleiner ist als die große Masse, folgt, dass vm' die Geschwindigkeit viel, viel kleiner ist als die Geschwindigkeit der kleinen Masse. Und eventuell geht diese Geschwindigkeit der Großmasse praktisch gegen Null. Und das war gemeint auch im Konzepttest, dass man beobachtet, dass die große Masse praktisch, es war geschrieben, praktisch in Ruhe bleibt. Praktisch in Ruhe bleibt bedeutet eben, dass man diese kleine Geschwindigkeit vm' kaum beobachtet. Das ist dann der Fall, eben wenn die Masse groß m tatsächlich viel, viel größer ist numerisch als die kleine Masse. Und das können wir jetzt aus diesem Ergebnis ablesen. Jetzt werden sich vielleicht einige unter Ihnen fragen, irgendwas ist hier komisch. Die kleine Masse fliegt ein und fliegt mit der genauen gleich großen Geschwindigkeit zurück und gleichzeitig erhält diese Masse aber auch einen Impuls. Irgendwas scheint da nicht ganz erhalten zu sein. Die Impulserhaltung haben wir jetzt hier verwendet und diese Ergebnisse erhalten. Was Sie vielleicht eventuell stört an dem Problem, ist, dass man intrinsisch oft auch an die Energieerhaltung denkt. Wir werden die Energie noch genauer diskutieren, aber ich nehme jetzt schon mal vorweg, dass diese Teilchen auch kinetische Energie besitzen. Und jetzt können wir uns überlegen, wie sieht es aus mit der kinetischen Energie vorher und mit der kinetischen Energie nachher? Schreiben wir uns das hin. Also E-Kin vorher ist gegeben durch die kinetische Energie, die Summe der kinetischen Energie der beiden Teilchen. Die große Masse ist in Ruhe, das ist also einfach nur die kinetische Energie der kleinen Masse. Das ist ein halb mv². Die kinetische Energie nachher ist die Summe der kinetischen Energie in der Teilchen nachher. Das ist dann wieder die kinetische Energie der kleinen Masse plus die kinetische Energie der großen Masse. Ist also ein halb mv². Und weil jetzt das quadratisch eingeht, ist die Richtung hier irrelevant. Plus ein halb groß m vm Quadrat. Jetzt könnte man das Ganze noch umformen. Und wenn man das umformelt, wenn ich das richtig gerechnet habe, dann ergibt es sowas wie ein halb m plus 2m Quadrat durch groß m mal v Quadrat. Indem ich auch das Ergebnis für vm' von hier oben verwendet habe. Das folgt aber, jetzt sieht man aber auch, dass E-Kin vorher nicht gleich E-Kin nachher ist. Und das erzeugt eventuell ein gewisses Unbehagen. Sieht es danach aus, dass hier die Energieerhaltung verletzt ist? In der Tat ist es so, dass ein solcher Stoß nur dann möglich ist, das heißt, dass die kleine Masse mit genau der gleich großen Geschwindigkeit v zurücklaufen kann, dass das nur dann möglich ist, wenn was Zusätzliches hier passiert. Es kann kein rein elastischer Stoß sein. Und was hier eventuell passiert ist, ist, dass innere Energie dieser großen Masse abgenommen hat. Was nämlich gilt, ist die totale Energiehaltung. Man muss alle Energieformen berücksichtigen und nicht nur die kinetische Energie. Wie kann man sich das vorstellen? Es könnte sein, dass durch den Stoß die Oberflächenspannung dieser Masse oder die Elastizität dieser Masse abgenommen hat. Und dieser Verlust dieser Innenenergie dieses Systems wurde verwendet, um genau die Geschwindigkeit zu liefern, mit der das Teilchen hier mit der kleinen Masse m zurückfliegt. Das klingt etwas kompliziert. In einem einfachen Bild können Sie sich so was vorstellen. Stellen Sie sich vor,
Die große Masse sind Sie, die auf einem Wagen sitzen. Und es kommt ein kleiner Ball mit kleiner Masse m gegen Sie geflogen. Dann fangen Sie den kleinen Ball auf und stoßen ihn zurück. Und jetzt stoßen Sie ihn so zurück, dass er genau mit der gleichen Geschwindigkeit klein v zurückfliegt. Dabei setzt sich der Wagen mit Ihnen in diese Richtung, weil der Impuls erhalten sein muss. Damit aber der Ball genau mit derselben Geschwindigkeit zurückfliegt, mussten Sie dem Ball einen zusätzlichen Stoß geben. Sie mussten also Energie aufbringen. Das ist Energie, die in Ihnen steckt. Und damit hat Ihre innere Energie abgenommen. Und Sie sehen, die Gesamtenergie des Systems, das ist die Zusammensetzung aus allen kinetischen Energien und inneren Energien, das wäre zum Beispiel die chemische Energie in Ihren Muskeln, die ist immer erhalten. Man muss also aufpassen, dass die kinetische Energie nur erhalten ist, wenn das ein rein elastischer Stoß wäre. Und bei einem rein elastischen Stoß könnte man die Situation nie beobachten. In diesem Fall wäre V kleiner, diese Geschwindigkeit etwas kleiner als diese. So viel also zu diesem Problem.